Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst aus der Top 4. Pokémon Liga, der Champ. Ja, die Top 4 haben wir im letzten Part besiegt. Der Siegfried wurde besiegt mit seinem Drachen-Pokémon. Professor Eich war so arrogant, mir meine Pokémon nicht zu heilen. Da ist auch schon mal hier. Muss sie so selbst mir heilen. Auf geht's zum Champen. Yo. What the fuck? Das haben sie aufpoliert. Die Halle sieht mal geil aus. Modi ist meine Rivale. Falls man übrigens irgendwas hier aus dem Hintergrund hört, der Prof ist mit dabei. Der sitzt hier still im Hintergrund. Falls der mal hier irgendwie laut hustet oder so. Prof ist schuld. Zwergi, ich bin froh, dich hier zu treffen. Ich hab's geschafft. Ich hab die Top 4 besiegt und bin jetzt der neue Champ. Du wirst dich doch sicher noch an das, was uns der Prof erklärt hat. Oder? Als frisch gebackener Champ muss ich mich jetzt in der Pokémon-Liga jede Menge Trainer stellen, um meinen Titel zu verteidigen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du mein erster Gegner bist. Es gibt keinen Trainer, dem ich lieber zeigen will, wie weit ich es gebracht habe. Zeit für den Titelkampf. Zwergfee, jetzt geht's rum. Rivalenkampf, Top-4-Kampf. Let's go. Der alles entscheidende Kampf. 6 Pokémon hat der Liebe. Auweia. Ich bin jetzt schon am Spitzen. Los, Evoli. Finaler Kampf. Evoli gegen Tauboss. Er wird gewinnen. Flackerwand. Mega Tauboss. Ja. Fuck. Flackerbrand. Na komm. Verbannung, das ist sehr gut. So muss das. Auweia. Mein Team ist eigentlich nicht gemacht für die Top 4. Trotzdem haben wir irgendwie die Top 4 besiegt. Ich weiß noch nicht, wie wir das geschafft haben. Wir haben es geschafft. Die letzten zwei Parts haben gezeigt, dass wir die Top 4 durchaus schaffen können. Eieiei, der Champ. Tja, Tränke haben wir jetzt eigentlich nicht mehr zur Verfügung. Jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich. Kriegst du jetzt noch einen Top-Trank, Evoli? Halt durch. Meine Fresse. Ja, der Champ, das ist jetzt nicht mehr ohne. Das sind jetzt natürlich nicht mehr die. Ja, das sind jetzt nicht mehr die einfachsten Pokémon, die einfachsten Attacken, die einfachsten Kämpfe. Das ist der Tate gegeben. Das hat viel gebracht. Na, wundervoll. Ein Glitzersturm, versuchen wir es mal mit Glitzersturm. Glitzern wir es zu Tode. Ja, genau. Als ob Evoli das Tauboss nicht besiegen kann. Ein Tauboss. Ja gut, das ist ein Tauboss Level 56, aber... Ja. Ja, Evoli, mein stärkstes Pokémon, ist Level 51. Auweia. Ja gut, setz einen Trank ein. Was zu erwarten war.
habe viel Champ Kampf, ist jetzt nicht ganz ohne. Ich habe es auch nicht erwartet. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das das leichteste der Welt wird. Luftschnitt, auwei. Das war's mit Evoli. Stark gekämpft, auf jeden Fall. Lavados. Auweia. So kann diese Reise durch die Top 4 nicht enden. So darf das doch nicht ausgehen. Auweia. Auweia. Hitzewelle. Na komm. Attacke. Ja gut, wir hängen aber noch im ersten Pokémon fest. Ja. Natürlich. Verschwinde ich jetzt hier noch eine Attacke. Ist zurückgeschreckt. Ja, komm, verarschen kann ich mich selbst. Ist zurückgeschreckt. Jetzt hier im diesem Kampf. Zweites Pokémon besiegt. Der macht mich alle. Der macht mich hier spontan fertig. Oh, Schande. Nee, nicht doch. Nee, nicht doch. Der Professor hätte uns wenigstens noch heilen können. Die Courage hätte ich mir jetzt noch erhoffen können. Da kommt der wenigstens in den Topf, da kommt der mal in der Top 4 vorbei und schaut uns beim Kämpfen zu. Da hat nicht mal die Courage, uns unsere Pokémon zu heilen, das Team aufzufrischen. Auweia, Galoppa. Na gut, da ist Arctos einigermaßen gut eingesetzt. Einigermaßen. Nee, ist er eigentlich nicht. Das ist ein Galoppa. Da brauchen wir den Kollegen vom Dienst, vom Wasserdienst. Totok. Ja, Flambez bringt hoffentlich nicht so viel bei Wasser-Pokémon. Autsch. Angst. Den Top-Trank hätten wir noch. 7 Top-Genesungen. Auwei. Auwei, auwei, auwei. Nee, auwei haben wir nicht im Team. Aber ja. Siedewasser. Bitte. Na komm. Flambez, das kann ja nicht, das kann ja gegen einen Wasser-Pokémon eigentlich nicht so viel bringen. Tut's aber. Siedewasser. Na komm. Ja, mit. Hält's ja irgendwie aus. Nein, bitte nicht. Halt durch. Au, Kacke. Bading, bading, bading. Also kennt man es von Pokémon. Der rote Balken, der nervt. Bading, bading, bading. Hier mittlerweile nicht so. Und guck mal, das kommt irgendwie erstaunlicherweise nicht mehr. Da klingt es nicht mehr die ganze Zeit. Die Flur Pflanzen tief meiner Meinung nach. Oh wei. Zwei haben wir schon besiegt. Ich weiß nicht, was ich tue. Beleber auf. Dann würde ich spontan mal Blackie nehmen. Evoli. Na komm. Ja, mein Evoli heißt Blackie. Weißt du, wann ich das Ding begonnen habe? Das Let's Play. Damals war es noch ein Running Gag. Im Ernst.
Ja. Gut. Tränke können wir uns eigentlich nicht mehr wirklich leisten. Und wer hätte es gedacht, dass der finale Kampf, der finale Top-4-Kampf, der Champ-Kampf schwierig wird. Was für eine Überraschung, dass das kein Zuckerschlecken ist. Und was für ein Wunder. Na komm, mach's alle, bitte, Woody, ich glaube an dich, Flatterband, hau rein. Okay, hau rein sieht eigentlich ein bisschen anders aus, aber gut. So Nachstrahl, das muss erst aufladen, haha. So, Flatterband, na komm, wenn ich Flatterband einsetzen, wann dann, wenn nicht jetzt, wann dann. So Nachstrahl. Au, Backe, wir sind geliefert. Oh, es lebt noch. Es lebt noch. Ein Wunder. Und Verbrennungsschade Giflor. Da waren es nur noch 3. Die Hälfte haben wir also. Die Hälfte. Kackt die Wand an. Kackt die Wand an. Knogger. Heilige Scheiße. Okay, wir haben noch 7 Top 4. Quatsch, Top 4 Tränke, ja. So durcheinander bin ich schon. Top 4 Tränke, die müsste es mal geben, aber speziell für die Top 4 gemacht. Wo sind die? Wo sind meine Tränke? Ich finde sie gerade vor Aufregung nicht. Ach, da hinten sind sie. Top-Beliebe habe ich auch noch. Okay. Ob wir die mal brauchen werden. Tipp-Genesung auf Becky. Gut, ob das hier noch was helfen wird. Schauen wir mal. Die 3 Pokémon haben wir noch vor uns. Au, das hat weh. Das hat reingehauen. Risikodeckel. Ich vermute mal, dass Flackerband hier nicht so viel bringt. Risikodeckel allerdings auch nicht. Ja gut, das vorvorletzte Pokémon des Rivalen, der ist stärker geworden. Oh ja, ja, Verbrennung, zumindest das. Das ist wert. Halte durch, Becky, halte durch, mein Evoli. Ha, hau hin. Risikodeckel 2 ab, hier hast du noch drauf. Mach's fertig. Ja gut, oder es macht dich fertig. Besiegt. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch 3 Pokémon, aber der liebe Pepper, der ist am Arsch. Dann noch ein KP. Ich versuch's mal mit Fliegen. Vielleicht bringt's was. Den Versuch ist wert. Zumindest die Runde, die wir aussetzen dadurch, das ist es auf jeden Fall wert. Arctos setzt Fliegen ein. Und, na komm. Nice. Da waren es noch 2. Eine Zitterpartie hier. Im letzten Pokémon-Kampf. Der Top 4. Im letzten Trainer-Kampf. Raichu! Raichu gegen Arctos. Wer wird's gewinnen? Setze Fliegen ein. Puh, verfehlt. Ein Donner wirkt auch oben. Und mal fliegen. Ja, gut. Hat verfehlt. Oh, ja gut. Fliegen hat's auch verfehlt. Ja, mei. Hätte durch, hätte durch, hätte durch. Es hat es durchgehalten. Sehr knapp, aber es hat es durchgehalten. Ja, komm, paralysiert, erzähl mir nichts. Jetzt klappt die Attacke nicht. Der Prof meldet sich zu Wort. Beziehungsweise seine Getränkeflasche. Ja. Fliegen hat schon wieder nichts gemacht. Ja, du willst mich verarschen.
Trank. Top-Genesung. Und wir haben danach nur noch Diktri. Au. Feier. Wir sind Top-Genesung. Damit dürfen wir jetzt eigentlich nicht, damit können wir jetzt, müssen wir jetzt nicht geizen. Zwei Pokémon noch. Ja, Halleluja. Versuchen wir es halt mal mit Eisstrahl, wenn Fliegen nicht funktioniert. Ach, du hast halt durch. Aua. Ja, das ist Elektroattacke, die hat seine Wirkung. Und Wein da. Action, Action. Wir sollten vielleicht mal einen Top-Beleber einsetzen. Das ist vielleicht am effektivsten. Wenn du noch einen Top-Genesung kriegst, Arctos. Mein Weg im finalen Kampf. Diese scheiß Donnerattacke. Na gut, wir versuchen es nochmal mit Fliegen. Verfehlt sehr gut. Der Fliegen verfehlt auch sehr oft, aber sehr gut. Den Versuch ist es wert. Na komm, lass es wirken. Ja, scheiße. Ich nehme den Top-Beleber. Evoli muss kämpfen. Pikachu gegen Evoli. Das muss es sein. Der Kampf der Giganten. Evoli gegen Pikachu. Die beiden Starter-Pokémon. Ich mache noch einen verzweifelten letzten Versuch. Blizzard hat verfehlt. Ja gut, so viel zum letzten verzweifelten Versuch. Eisstrahl, na komm, lass mich nochmal einsetzen. Es lässt mich nicht nochmal einsetzen. Jo. So, Lecky, du bist dran. Und dann Diktri, das Gottschalk Diktri. Aus Anoda mit den langen, lockigen Haaren. Gut. Die letzte AP von Risikodeckel. Wir versuchen es mal. Donner, halt durch. Halt durch. Sehr stark. Au, ja. Kacke. Reicho besiegt. Da war es nur noch eines. Huiuiui. Nervenaufreibender Kampf hier. Ein nervenaufreibender Kampf auf jeden Fall. Lamus. Das ist dein letztes Pokémon, Lamus. Okay. Okay. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich meine, man sollte den Tag nicht von den Armen loben. Man sollte den Tag nicht von den Lamus loben. Aber gut. Aber gut. Psychokinese. Okay, das hält's aus. Risikodeckel haben wir nicht mehr. Da muss es eindeutig ein Wasser-Pokémon. Quälzone. Quälnis zu Tode. Quälnis bis zum bitteren Ende. Der hat doch bestimmt noch, das garantiere ich euch, der hat doch bestimmt noch ein Trank-Item ist dabei. Der Rivale. Bisher hat er erst einen eingesetzt. Gerade zum Schluss, kurz vor dem bitteren Ende. Es ist fast geschrieben, es ist fast geschriebene Sache. Es ist, der setzt bestimmt kurz bevor ich den noch besiegt habe, noch einen Top-Genesung ein. Das kann ich ja schon so voraussehen. Gut, Evoli hält's aus. Dann sind sie nicht ohne. Flapper wird man auch mal gar nicht zu versuchen. Bei Lamus. Wir versuchen es weiter mit Quälzone. Surfer. Ja. Mein Evoli ist leider ziemlich feuerlastig.
Da ist so eine Attacke natürlich ziemlich schmerzhaft. Mit Dietri braucht man es gar nicht zu versuchen. Bei Namus. Da wird er sofort weggespült. Könnte höchstens als Top-Beleber Reservist dienen. Ja, sitzt du nur ruhig, psychisch Knie sein. Das tut nicht weiter weh. Quellzone. Mach's alle. Na, fast. Und? Was? Keine Top-Genesung? Keine? Na, das ist aber höchst unwahrscheinlich. So, dann halt noch einen Trank. Einen haben wir noch, eine Top-Genesung. Passt. Das passt ja wie. Mir fällt gerade nichts ein. Das passt halt einfach genial. Na komm. Die paar KP, die es noch hat. Top-Genesung, als hätte ich es gewusst. Top-Genesung auf Darmus. Habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Der setzt zum Schluss noch eine Top-Genesung ein. Es ist, als wäre es einfach so festgeschrieben im Spiel, als wäre es. Als müsste das, als wäre das Teil der Story. Dass der einfach kurz vorm Ende noch ein Item einsetzt. Ja gut, wir kriegen ihn trotzdem noch besiegt. Sonst wäre der Kampf zu kurz. Wenn wir den sofort auf den ersten Schlag besiegt kriegen. Wir setzen jetzt alles auf eine Karte. So, Celeb noch. Noch einen verzweifelten. Nochmal Top-Genesung. Das lässt mich ja wirklich verarschen. Wie viel Top-Genesung hat der noch? Ich kriege einen Krampf. Das letzte Pokémon. Ömer spielt Super Mario Maker 2. Grüße gehen raus an Ömer. Ich habe hier gerade diskret zu tun. Diskret. Heiliger Scheiß, wir haben keine Trinke mehr. Top-Beleber hätten wir noch. Na gut, dann Spielzone. 3 AP haben wir noch. Das klappt so nicht, wenn du weiterhin Tränke einsetzt. So, Dietri, ja, kannst du vergessen. Mein Beleberskare. Du bleibst mal hier. Für meinen Top-Beleber. Die müssen wir mal verschwenden. Ja, wo sonst als hier in diesem Kampf. Später brauchen wir sie nicht mehr. So, Evoli wieder belebt. Das ist gut. Deswegen werden wir sehen, Dietri, weggehauen, weggespielt wie nix. Ja, Dietri besiegt. Dann war zu erwarten. Ein Boden-Pokémon, Wasser-Pokémon. Dann haben wir noch Peppe übrig. Mit seinem MKP. 1-2 KPs. Wenn wir den einsetzen müssen, dann ist es auch vorbei. Quellzone. Ja, noch einmal. Noch zweimal können wir es einsetzen. Na komm. Surfer. Okay, halt durch Evoli. Zumindest kein Trank. Letzte AP von Quellzone. Na komm. Mach's alle. Alle ist es. Namo besiegt. Namus. Blackie als ein paar Erfahrungspunkte. Champ Molly besiegt. Okay, ich geb's ja zu. Zwangfee, du bist der stärkste Trainer der Welt. Dankeschön, 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 Dankeschön. Gewinnst 13.680 Pokémon Donner und gehst siegreich aus dem Kampf.
gegen den Champ der Pokémon-Liga von Kanto hervor. Gegen den Rivalen Moli. Jo, habe ich dich mal wieder besiegt, Moli. Oh Mann, das war's wohl mit meinem Siegeszug durch die Pokémon-Liga. Jetzt bist du der neue Champ, Zwergfee. Es war zwar nicht lange, es hat zwar nicht lange gedauert, bis du mich vom Thron gestoßen hast, aber immerhin habe ich jetzt ein neues Ziel, auf das ich hinarbeiten kann, dich zu besiegen. Zwergfee. Auf dem Weg nach Vetania City. Genau. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich damals mit Evoli auf den Weg gemacht hast, um den Pokédex zu vervollständigen. Aus dir ist ein erfahrener Trainer geworden. Ich bin sehr stolz auf dich. Was für eine Musik im Hintergrund. Ja. Mordev, auch dir gilt meine aufrichtige Anerkennung dafür, dass du bis zuletzt gekämpft hast und nicht einen Moment daran gedacht hast, das Handtuch zu werfen. Als ich dir beim Kampf über die Schulter gesehen habe, war für mich ganz deutlich zu erkennen, wie sehr dir die Pokémon und Zwergfee am Herzen liegen müssen. Okay. Ich fürchte, deshalb hast du dich zu sehr zurückgehalten. Der hat sich zurückgehalten? Alles klar. Wenn der sich zurückgehalten hat, dann bin ich der Kaiser von China. Eure Eminenz. Deine größte Stärke hat sich in diesem Kampf also möglicherweise als Schwäche erwiesen. Aber wie dem auch sei, ihr beide habt wirklich einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Danke, Professor. Zwergfee, du hast verstanden, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war, ja? So ziemlich war ja das. Deine unvergleichliche Beziehung zu deinen Pokémon hat dich dahin gebracht, wo du bist. Ja, gut, meine Pokémon. Gut. Na gut, dann komm mal mit. Wir tragen dich jetzt in die Ruhmeshalle ein, an diesen seltsamen Automaten dort hinten. So muss das. Damit wir es nicht nochmal wiederholen müssen. Herzlichen Glückwunsch, Zwergfee. Das hier ist die Ruhmeshalle, in der alle Champs der Pokémon-Liga sowie ihre Pokémon für ihre Heldentaten ausgezeichnet werden. Wenn ein Trainer mit seinem Team in die Ruhmeshalle einzieht, werden ihre Namen bei einer feierlichen Zeremonie hier verewigt. Zwergfee, du hast hart gekämpft, um die Herausforderung der Pokémon-Liga zu bestehen. Um das zu würdigen, wirst du jetzt auch zusammen mit deinen Pokémon hier verewigt. Steckt sie rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sind die 6. Die Top 4 Pokémon. Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle. Blackie, Level 51. Arthos, Level 53. Pepper, Level 47. Der Prof, Level 45. Lavados, Level 51. Und auch das Gottschalk-Dietri, Level 51. Sie alle haben mich bis zum Schluss, bis zum letzten Sieg in der Top 4, bis zum Sieg über den Champ begleitet. Ja, da muss ich sagen, danke an mein Pokémon-Team. Ja, da haben wir es geschafft. Haben wir in die Top 4 geschlagen, sind von Jukmushalle eingeschritten. Haben wir uns über Pokémon, über die Schande von Pokémon Gelbe Edition hinweggesetzt. Haben wir alles wieder top gemacht. Haben wir die Schande wieder gut gemacht, haben wir unsere Ehre wieder zurückgeholt. Und sind nun Champ der Pokémon Liga, Champ der Kanto-Region. Ja. Und gemeinsam. Und das sind die Credits. Das sind dann wohl die Credits von Pokémon Let's Go Evoli aus der Kanto-Region
ja, putzig gemacht. Ein paar Screenshots aus dem Spiel. Na, selbstverständlich. Ja, Fazit gibt's jetzt noch nicht. Ist noch nicht der letzte Part. Mieten sich jetzt hier natürlich die Credits dafür an, aber ja. Müssen wir jetzt einfach mal jetzt genießen. Die Credits. Fazit gibt's dann im letzten Part. Wir haben noch Folgendes vor in den nächsten Parts. Nächster Part dann erstmal. Ja, zwei Parts sind es noch. Zwei Parts stehen noch an. Im nächsten Part erstmal nach Azuria City. Und dort gibt es noch in einer Höhle etwas ganz Besonderes zu erledigen. Ich spoilere das vielleicht noch nicht, aber es ist eigentlich relativ klar, was dort zu finden ist. Da holen wir uns noch was Großartiges ab zum Schluss. Und auch in der Azuria Höhle erwartet uns noch einen großartigen Kampf. Da seid mal gespannt drauf. Also zwei großartige weitere Parts gibt's noch. Und danach machen wir mal das Fazit. Und Lavandia. Ja, so viel kann ich zum Fazit schon mal sagen. Lavandia war schon mal großartig. Also Lavandia. Das Remake von Lavandia. Also das ist das erste Klasse. Erste Sahne. Ja. Da laufen die ganzen Namen den Bildschirm hinauf. The Credits. Wer da so schön mitgemacht hat, kann man sie mal durchlesen. Muss man nicht. Kann man aber. English Location Support. Special Thanks. Ah, wir sind schon bei den Special Thanks. Okay. Technical Support. Ja, ein Debug. Naja. Der hat ja, also kann man sich drüber streiten. Haben ja auch nur zwei Leute mitgemacht beim Debug. Also gut. Das sagt natürlich vieles aus. Kann man sich drüber streiten, was Bugs in Let's Go Evoli, also generell in Pokémon-Spielen von Game Freak betrifft. Ja. Sie werden immer besser. Ich sag's mal so, sie werden immer besser. Sie verbessern sich. Generation für Generation. Ja, da haben wir sie alle produziert bei denen. Und jetzt irgendwie developed by Game Freak. Nintendo, the Pokémon Company. Großartig. Und da sind wir zurück in der Heimatstadt. So schaut's aus. Und was willst du jetzt noch von mir? Blumen pflücken. Ah, okay. Wunderschöne Abschlusssequenz. Dies ist noch nicht das Ende. Nein, nicht Ende, nicht Ende, nicht Schluss. Nicht aus, Ende. Da steht Ende, aber ja, es ist nicht the end. Nichts da. Ist noch nicht vorbei. Gibt noch zwei Parts. Ist noch nicht vorbei. Nein. Ja, dann würde ich mal sagen, glaube ich noch, sollte euch das gefallen haben. Dieser Part. Der Champ-Kampf. Champ-Battle. Und ja. Trotzdem irgendwie das Ende des Abenteuers, auch wenn es jetzt noch mit zwei kleinen hübschen Specials weitergeht. Ja, Däumchen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und ja, man sieht sich im nächsten Part wieder, wenn es dann weitergeht nach Azuria City. Bis dahin, habt noch einen angenehmen 14. Tag. Man sieht sich, haut da rein und ciao, ciao.